Und die Woche beginnt mit einem Smoothie. So, und jetzt abends gibt es wieder mal eine Schüssel voll Salat, die ich mir mit der Hanna teile. So, zum Morgen gibt es dasselbe wie gestern Abend, nämlich noch den Rest von diesem Salat. So, und jetzt zum Mittag. Der Hanna hat leider nichts Rohes mehr im Hause. Dann müssen wir hier Kartoffeln und das ist selbstgemachte Tzatziki aus Sojajoghurt und Zwiebeln, Gurken, ein Hauch von Tzatziki-Gewürz, weil hier im Hause Dette nicht so viele Gewürze da sind. Und dann haben wir noch ein bisschen Schabzickerklee gemacht und Salz und Pfeffer. Und das war's. Und das gibt's jetzt zu essen. So, und jetzt gibt's einen Treibereis. Zwei Vanille, einmal Schoko. Vegan. In diesem Eisladen hier. Was wollen die anderen beiden Kugeln? So, heute zum Morgen gibt es Kartoffeln und eine luxuriöse Senfsoße. Normalerweise ist es eine sehr, sehr billige Senfsoße, weil einfach so Bautzer Senf 29 Cent, Sojasäure 59 Cent und Petersilie halt gefroren, auch relativ billig. Aber dann hat mir hier eine Deluxe-Variante gekauft. Die hat mir so Bio-Senf und Bio-Hafersahne und wahrscheinlich auch noch Bio-Petersilie. Da kostet die Senfsoße alleine wahrscheinlich schon 5 Euro. Und ja, habe gerade meine Reformanten geändert, dass ich das ganze Glas Senf da reinpacken wollte. Aber naja, Hanna ist die Beste. So, ich schnupp's jetzt hier, das ist jetzt der zweite, wahrscheinlich zwei komplette Salate einfach so weg beim Lesen. Macht man zwar nicht, man soll sich auf Essen konzentrieren, aber die waren im Angebot und deswegen, ja, zwei von denen. Und am Abend gibt es noch einen Smoothie. So, und jetzt gibt es einen guten Morgen-Smoothie. Und jetzt gibt es Apfelchips. Und jetzt esse ich einige Bananen, bis ich satt bin. Ich vermute mal so 6-7 Stück. Und jetzt gibt es einen großen Salat. Tomate, Gurke, Paprika und normaler Kopfsalat. Und jetzt gibt es wieder eine Portion Bananen, das sind 5-6 Bananen. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Mir etwas zu säuerlich geraten, deswegen haue ich noch ein paar Bananen rein und ja, tu nachmixen. Und jetzt gibt es ein Bananeneis mit Buchweizenkern. Ich habe mal die Kalorien mal schatzenshalber mal ausgerechnet. Und was ihr hier seht, das sind 1100 Kalorien. Eine so eine Eisportion. Das nur mal so zur Information für die Leute, die immer auch so die Energiedichte der Nahrungsmittel, für die interessant ist. Und jetzt gibt es einen Smoothie, vollgepackt mit grünen Sachen. Hier seht ihr eine ganze Packung Feldsalat drin. Hier sind Brokkolisprossen, hier sind Mungbohnensprossen, hier sind Linsensprossen, hier ist Grünkohl, hier ist Sellerie, sind Bananen, Kaffee-Limettenblätter, Himbeeren, Proteinpulver ist drin und es sind Leinsamen drin. Und das gibt es. Und ein Stück rote Beete habe ich auch noch reingeknallt.